Ich will es ja auch bis hier haben. Das ist halt jetzt die Frage, wie man das machen kann. Dass es immer noch gut ist. Vielleicht dann so hier rüber. Oder mit dem mittleren Gleis verbinden, das würde gehen. So, schön alles abreißen, nicht, dass wir gleich wieder irgendeinen Bug haben. So, dann hier rum. Okay, und dann kann man das hiermit schön verbinden. So. Ist noch die Schiene, dann hätten wir es erstmal. So, okay. Sieht ja gar nicht mal so blöd aus. Ist aber schon gefühlt wirklich ein bisschen anstrengend, wenn man sowas macht. Vermutlich habe ich deswegen nie irgend so ein schönes Bauprojekt gemacht, weil das geht halt irgendwie echt irgendwie an die Nerven, wenn man das halt die ganze Zeit macht. Man muss halt auf das achten, auf das achten, auf das achten, auf das achten. Ach ja, das muss man noch machen. Das sieht noch nicht so schön aus. Machen wir das doch noch. Es geht dann echt irgendwann an die Konsistenz von einem. Beim ganzen Quatsch und so weiter. Das ist halt echt, echt irgendwie spannend. Irgendwann hat man, glaube ich, auch keine Lust mehr zu reden. Wenn man stundenlang einfach im Redeflow war. So. Was ich immer noch nicht weiß, gerade Sachen. Okay, da sehen ja die Oberleitungen gut aus. Aber so Kurven. Wie soll das funktionieren? Weißt du, hier vorne zum Beispiel. Der Zug kann doch nie und nimmer den Strom von den Oberleitungen abfangen. Das geht doch nicht. Und das geht halt wirklich nicht. Okay, gehen wir da noch ein Ticken. Mal raus mit dem Terraforming. Rechtsklick. So, okay. Und dann hier wieder das Move Tool. Gut, wie könnte man jetzt die Schienen miteinander verbinden? Im Endeffekt ja, weiß ich nicht. Die müssten sich ja auch irgendwo kreuzen können. Nee, das sind Wege. Das sind ja keine Schienen. So, hier. Laut bin ich eigentlich. Okay, geht so. So, Spiel. Hier entlang. Dann gehen wir hier ran. Sollen wir das so machen? So, und die Höhe. Wäre sogar die Höhe. Okay, wird sogar so funktionieren. So, dann wäre das mal hiermit verbunden. Jetzt natürlich die Frage. Wir bräuchten im Endeffekt hier eigentlich nochmal so ein
Ein Wendegleis. Sowas hier. Das geht halt nicht, weil da Hügel sind. Hier? Da würde es gehen. Da geht's nur beinahe. Na gut, dann machen wir halt hier ein Wendegleis rein. Dann machen wir halt hier ein Wendegleis rein. Also, dass er halt die Spur wechseln, eigentlich ein Spurwechselgleis. Dass er halt die Spur wechseln können. Ja, machen wir das ein bisschen schicker. Gehen wir hier ran. Gehen mit einer Kurve raus. Oder machen das einfach so. Ja, so sieht es noch schicker aus. Okay, dann könnt ihr halt hier selber wechseln, wenn sie wollen. Können sie einmal auf das Gleis wechseln. Und einmal auf das Gleis. Und können sie von dem Gleis hier unten wechseln. Ist, glaube ich... Das ist, glaube ich, okay. Ich glaube, das wäre noch cooler, wenn es halt noch mal ein bisschen weiter hier wäre, weißt du? Also so. Ich glaube, das geht gar nicht. Ja, sowas. Sieht ein bisschen besser aus, ja. Kann man so lassen. Okay. Wie sieht es hier von der Seite aus? Auch eigentlich okay, gell? Ich weiß zwar noch nicht, was man hierhin machen kann. Wahrscheinlich platziere ich da einfach wieder Büsche oder ein paar Bäume. Ich muss auch mal schauen, wie die anderen es so das in den ganzen Städten gemacht haben, wenn die halt so Erde aufgeschüttet haben. Das weiß ich gerade nicht. Da habe ich mich noch nicht drüber informiert. Dann muss ich erstmal schauen, wie die das so gemacht haben. So, und jetzt müssen wir eigentlich Verbindungen platzieren mit den, für die Straßen, dass sie halt hier wenden können. Heißt, dann wird es halt hier eine Auffahrt und Abfahrt geben und so. Muss ich mal schauen, wie ich das halt hier mache. Ist es schon ein bisschen knapp bemessen. Ich habe wieder nicht dran gedacht. Aber ja, mal schauen. So, Straße. Wir sind jetzt schon bei einer Stunde Aufnahme. Das wird eine lange Runde heute. Da würde ich Autobahnauffahrten, weiß ich nicht. Vielleicht nehme ich die zweispurigen Einbahnstraßen. Die würden, glaube ich, besser hier reinpassen. Das sind halt keine Autobahnen. Oder ich mach's einfach hier drauf, auf die Nebenstraße. Ich glaube, das wäre besser. Dann kann man hier nochmal eine Kreuzung vermeiden. Gleich weniger Stau. Okay. Dann wird das halt hier. So abgehen. Ob das gut wird, weiß ich nicht. Das weiß ich bisher noch nicht. Aber hier sind auch nur Auffahrten. Dann müsste ich ja im Endeffekt... hier vorne eine Abfahrt hinbauen. Das mache ich aber nicht dort,
Weil sonst verschandle ich den Fleck hier. Würde ich vielleicht hier machen. Ach, das geht. Das würde sogar so gehen von der Höhe her. Das sähe aber dann bestimmt im Nachhinein echt hässlich aus. Da ist eine Abfahrt und dann kommt hier halt eine Auffahrt. Warte, kann ich da nicht mit komplexe Kurve? So, und dann so dran. Ja, sieht alles so ein bisschen komisch aus. Dann mache ich halt die Straße komplett kaputt. Weil hier ging es noch an der, aber bei der hier jetzt glaube ich schwierig. Weil wenn ich es halt baue, geht es bestimmt kaputt. Mit Sicherheit. Sieht ja jetzt schon so komisch aus. Das kann ich doch nicht bringen, oder? Wenn ich jetzt hier also noch ist es kein Totalschaden. Halt nur merkwürdig aus. Ich glaube, wenn wir gleich die Straße von oben runter gebaut haben, dann könnte es auch wieder ein bisschen besser aussehen. Wenn wir die halt jetzt nur noch von oben runter bekommen. Außer wir machen halt Steuerung A. Dann kann man natürlich alles bauen, aber... Warte, ich drehe die erstmal. Dann gehen wir hier hin. Gehen so nach unten. Gehen dann so nach unten, ich mache Steuerung A. Es gibt schönere, muss man sagen. Vielleicht haben wir mal Glück und da ist so ein Ding. Wir haben sogar Glück. Das heißt, wir können es ein bisschen anpassen und ein bisschen schicker machen. Gut, da ist halt jetzt eine Kuhle da drin. Ich weiß nicht, ob man die wieder wegbekommt. Ne, bekommen wir nicht wieder weg. Ja, dann muss man da halt irgendeinen Baum oder einen Busch rein platzieren. Irgendwas halt. Dass man die nicht sieht. Aber so könnte man es machen. Sieht auch gar nicht so hässlich aus. Ich frage mich aber die ganze Zeit... Was wäre, wenn ich einfach, wenn ich es nicht so mache hier, sondern wenn ich, wie war denn das Bild? Es war so mit einer, es war so,
Nachbauen kann ich das mit Sicherheit nicht. Aber ich weiß nicht. Ich bin halt immer an der Überlegen, wenn wir hier halt eine Kreuzung wegmachen und dann hier vielleicht auch noch mal eine weg. Und drauf. Also eine beidseitige. Und man macht hier einen Kreisverkehr hin. Und dann geht man hier auch nochmal weg. Dann wird ja alles im Kreisverkehr gewurstelt werden und dann wird ja alles so drauf geführt werden. Da bin ich gerade bei der Überlegung, wie man das machen könnte. Weil es gibt ja von dem hier das hier. Vierspurige Schnellstraße. Und die wäre dann in beiden Richtungen. Und es wäre dann, glaube ich, machbar, wenn man die nehmen könnte. Warte, ich probiere das mal. Kann man eigentlich, das wäre jetzt mal interessant, bei einer Autobahn einen Kreisverkehr hinmachen? Ha, würde sogar gehen. Ja, wenn, dann würde ich aber einen eigenen bauen. Aber der wird doch dann bestimmt wieder viel zu groß, oder? Ich würde es probieren. Mal schauen. Was kann man damit machen? Durchgehend. Eine endlose Serie mit Kurven. Warte, kann man damit einen guten Kreisverkehr bauen? Weil im Endeffekt, wenn die ja endlos ist. Naja, na gut. So, da war ein kleines Stückchen zu viel. Ja, die müsste ich dann komplett hier in die Ecke bauen, den Kreisverkehr. Vor allem die Kreisverkehr. So. Das heißt, 40 Meter. So, oder? Da müssen wir nochmal weiter nach oben gehen. Wir machen den einfach ganz klein. Kann man auch machen. Dass man so einen 32er Kreisverkehr macht. Wird ja dann so sein. Ja, da müsste ich jetzt auf 32 wieder kommen. So, 32. 32 und 90. 32. War das hier ein rechter Winkel? Ja, ganz knapp. Ganz knapp ist auch vorbei. Weißt du, dass man das dann so macht? So. Und dann geht man hier hin und verbindet die Straße einfach mit hier oben. Hätte ich aber auch einen größeren machen können, ganz ehrlich. Dann reißen wir das hier wieder weg. So. Machen hier einfach nochmal einen größeren Kreisverkehr hin. Da bin ich mal gespannt, wie das gleich aussehen wird. Ich hoffe gut. Dann machen wir hier gleich mal einen dreispurigen Kreisverkehr hin. So. Dann machen wir halt eine 50er. Nee, müssen wir auch noch in die Richtung, gell? Das heißt so 50.
heißt hier 50. Dort 90. Ich glaube, ein 50er ist zu groß. Also wir machen den so rum. Dann nehmen wir halt einen 45er. So. 45er. Rechter Winkel. Grad. 45. Hohoho, der ist sehr knapp an der Grenze. 45, rechter Winkel. So, dann hier auch wieder 45 Grad, 45 Meter und 90 Grad. 45, rechter Winkel. 45, rechter Winkel. Okay, passt. So, gehen wir ein bisschen nach oben. Rechtsklick. Ja gut, das ist es halt. Bisschen doof hier, es hat halt so ein Ding. Ach, und der ist da runtergegangen. Oh nö. Weißt du was? Dann nehmen wir einfach nochmal die Höhe. Keine Ahnung. Man merkt auch, ich rede weniger. Ich rede eigentlich gar nicht, gerade überhaupt nicht über Themen oder sonst irgendwas. Ich bin gerade voll konzentriert, dass ich das Ding hier fertig bekomme. Und wir haben gerade 1:40 Uhr und ich wollte noch Sport machen. Ja, gute Nacht. Wir haben hier locker 100.000 Grad im Raum. Das wird mich gleich sowas von umbringen. Kann ich euch schriftlich geben. Aber ich will das jetzt noch fertig haben. Ich will die Kreuzung heute noch fertig bauen. Ich werde gleich so elendig sterben beim Sport. Ganz ehrlich. Und da frage ich mich jedes Mal, warum tue ich mir das an? So, einmal so. Und dann... Ich will es ja schon. Müsste ich so machen. So. Passt doch, oder? Sieht doch eigentlich ganz okay aus. Ich mach mal Screenshot F12. Also jetzt hätte man halt hier den Verkehr. Der würde dann halt durch den Tunnel nach oben kommen. Über den Kreisverkehr sich halt hier irgendwie verteilen. Da fahren sie rein, da fahren sie raus. Muss mal schauen, wie sie das verhält. Die Ampeln würde ich eventuell, ja, wegmachen. Oder auf... Erweiterte geteilte Phasen. Aufgeteilte Phase, erweiterte aufgeteilte Phase.
Ich würde das einfach mal so lassen mit den Ampeln, mit dieser komischen erweiterten geteilten Phase. Okay, also. Die Schiene müssen wir noch miteinander verbinden. Die dürfen wir nicht vergessen. Die Straßenbahnlinie müssen wir wieder platzieren. Ich glaube, hier war ja eh keine Haltestelle. Okay. Wie kann man die jetzt miteinander verbinden? Das ist halt jetzt die Frage, wie oft da so ein Zug entlang fuhr. Ich glaube aber gar nicht mehr so oft. Oder man geht halt hier seitlich entlang. Nee, ich würde dann schon irgendwie, keine Ahnung, mit der Schiene hier oben so drüber gehen wollen. Irgendwie habe ich das Bedürfnis, das so machen zu wollen. Keine Ahnung, einmal so. Das sieht dann hier doof aus. Einmal so. Und dann. So hier rum irgendwie? Nee. Also ich zukünftig, wenn ich sowas hier wieder mache, dann werde ich es auf jeden Fall früher machen von der Zeit her. Ich merke nämlich gerade, ich bin echt teilweise ein bisschen müde und ich möchte heute noch so einiges machen. Das werde ich halt nie und immer schaffen in der Zeit. Und auch mit dem Redeflow, das ist halt gerade echt nicht das Schönste. Vermutlich alle, die gerade zuschauen, ist mir doch scheißegal. Mach so, wie du willst. Ach, komm, ey. So macht das halt nicht. Ja, das ist halt nicht schön. Wenn ich es einfach so gerade mache? Ich will halt schon eine kleine Kurve drin haben. Oder so. So ist es, glaube ich, ganz gut. Ja, so lassen wir es. Okay, so. Dann gehen wir hier wieder so drauf. Puh, okay. Straßenbahn. Da müssen wir auch noch schauen, wie wir das machen. Dass wir die wieder miteinander verbinden können.